Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich wieder etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich auf dem Kanal von der lieben Sarah, Alice im Bücherland, ein ganz bestimmtes Format entdeckt, wo ich sehr gerne auch mal mitmachen wollte. Und ich habe sie einfach ge mal gefragt, ob ich auch mal teilnehmen darf. Und sie, ja, fand es klasse, dass ich da interessiert bin und hat das sehr, sehr gerne angenommen. Und zwar geht es um die Bücherschnitzeljagd. Zwei Booktuber tun sich zusammen und stellen sich gegenseitig Aufgaben, die sie beim Büchershoppen sozusagen erledigen sollen oder abhaken sollen oder erfüllen müssen. Und ja, ich glaube, beim letzten Mal war es immer so, dass die sich immer gegenseitig fünf Aufgaben gestellt haben und daraus haben sie sich dann zwei Aufgaben ausgesucht, die sie besonders gut fanden. Sarah und ich haben uns jetzt auch gegenseitig fünf Aufgaben gestellt, aber wir konnten uns beide nicht so richtig entscheiden, für welche Aufgaben wir uns entscheiden sollten. Und ja, deswegen haben wir das jetzt einfach so gemacht, dass wir alle fünf Aufgaben bestehen lassen und dann einfach mal spontan schauen, welche wir tatsächlich abhaken können, welche wir umsetzen können. Machen wir einfach ganz spontan und gucken wir gleich mal, ja, wie das aussieht. Ob wir nun alle erfüllen werden, weiß ich nicht. Das wären dann ja auch fünf Bücher, die man sich dann auf einmal anschaffen müsste. Mal gucken, ob es zwei werden oder ob es drei werden oder noch mehr. Da lasse ich mich jetzt einfach mal ganz treiben. Und damit ihr wisst, welche Aufgaben die liebe Sarah mir gestellt hat, bleibt kurz dran. Sie meldet sich jetzt hier einmal selbst zu Wort. Moin, liebe Ramona. Ich freue mich total, dass du mit mir auf Schnitzeljagd gehen möchtest. Ich bin total gespannt zu sehen, wie du meine Aufgaben umsetzt und hoffe doch sehr, dass dadurch auch neue Herzensbücher bei dir einziehen werden. Ich habe mir ein paar Aufgaben überlegt, die es umzusetzen gilt und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Telefonjoker. Ruf einen Booktuber oder eine Booktuberin an und frage mal nach dem letzten Neuzugang. Welche Geschichte ist neu bei denen eingezogen? Und genau dieses Buch kaufst du dir dann und vielleicht könnt ihr es sogar zusammenlesen, falls es noch auf dem Sub liegt oder euch einfach hinterher darüber austauschen. Liebe Ramona, hast du dieses Jahr einen Autor oder eine Autorin für dich entdeckt, die dich irgendwie total mit ihrem Werk begeistern konnte? Also von dem oder der du erst eine Geschichte gelesen hast und gerne mehr davon lesen würdest. Dann kauf dir doch noch ein Band und schau, ob das vielleicht sogar ein neuer Lieblingsautor für dich werden könnte oder ob der zweite Band dich dann genauso begeistern kann wie der erste. Denn wir haben ja alle das Glück, durch BookTube und durch die ganzen tollen Videos einfach neue Autoren zu entdecken. Und ja, ich bin gespannt, was oder wer so bei dir dahinter steckt, wen du vielleicht dieses Jahr erst entdeckt hast. Eines Anfanges. Schlender mal ganz in Ruhe durch die Bücherei, denn eigentlich geht es ja auch genau darum bei der Schnitzeljagd, dass wir uns einfach coolen und schönen Tag in der Bücherei machen. Und blätter mal die Bücher auf, ohne genau zu wissen, was sich hinter dem Titel verbirgt, worum es geht, ohne dir den Klappentext durchzulesen. Und lese dir mal nur die ersten ein, zwei Sätze durch. Und wenn dieser Anfang dich besonders bezaubert, dich neugierig macht oder du einfach wissen willst, was dahinter steckt, dann kauf dir dieses Buch. Und ich hoffe doch sehr, dass dann auch der Rest der Geschichte dich genauso begeistern kann wie der Anfang. Ja. Kann was Literarisches sein, es kann für dich besonders poetisch sein, ganz egal, was es da irgendwie mit dir macht, der Anfang muss dir gefallen. Und entschuldigt, der Kratzbaum wackelt, ich stelle die Kamera gerade auf den Kratzbaum, die Katze spielt. Sehr professionell hier, aber mein Gott, fünfe gerade sein lassen. Auf jeden Fall wünsche ich dir auch dabei ganz viel Spaß. Diese Aufgabe, die jetzt kommt, die finde ich besonders spannend. Sie heißt Rätselraten. Frage mal eine Buchhändlerin, einen Buchhändler nach einem passenden Buch für dich, aber ohne irgendwas zu verraten. Also ohne preiszugeben, was du normalerweise gerne liest, welches Genre du bevorzugst. Und ich bin sehr neugierig zu sehen, was dann da dir empfohlen wird. Ich habe diese Aufgabe auch bestellt bekommen bei der letzten Schnitzeljagd von der lieben Sibi von Coyote Diaries und fand die so toll und speziell, dass ich gedacht habe, die muss ich weiter in die Welt hinaustragen und wünsche dir auch dabei ganz viel Spaß. Sommerurlaub. Leute, was ist das für ein Sommer? Es regnet heute und trotzdem schwitze ich. Wir wollen uns nicht beschweren, aber passend zu dieser Jahreszeit habe ich mir folgende Aufgabe überlegt. Suche dir eine Lektüre aus, eine Geschichte, die dich in fremde Länder bringt, wo du neue Kulturen kennenlernen kannst oder wo du dich einfach mit dem Sommer umgibst, die Füße hochlegen kannst und ja, ein Buch, was dich einfach weiter in Sommerstimmung bringt. So, liebe Ramona, das waren meine Aufgaben für dich. Ich hoffe, dass du ganz viel Spaß hast bei der Umsetzung. Mach dir einen tollen und gemütlichen Tag in der Buchhandlung und ich freue mich dann sehr auf dein Video und bin gespannt, was neu bei dir einzieht. Ganz viel Spaß und bis bald!
Ja, das waren die Aufgaben und ich fand die wirklich alle super spannend und deswegen konnte ich mich wirklich nicht entscheiden. Ich finde es halt interessant und wichtig, dass so eine gute Mischung dabei ist, dass man zum einen selber sehr gut stöbern kann. Das ist ja bei manchen Aufgaben gegeben und bei anderen muss man sich ja schon im Vorhinein schon so ein bisschen vorbereiten. Bei dem Telefonjoker beziehungsweise ja den Booktuber, den ich fragen soll, habe ich jetzt schon im Vorhinein die liebe Kali angeschaut, geschrieben, ob sie mir mal die letzten drei Neuzugänge ja, schreibt, die sie ja zuletzt sich zugelegt hat. Und dann muss das Buch ja auch vorrätig sein. Deswegen gucke ich einfach mal, ob eins davon tatsächlich da ist und würde ich mich denn da für eins entscheiden. Und dann die Autoren, die ich dieses Jahr entdeckt habe und von denen ich gerne noch etwas lesen möchte. Da habe ich jetzt auch schon mal ein paar rausgesucht, habe ich mir so einen kleinen Zettel geschrieben. Das wäre zum Beispiel die Melanie Rabe, der Jay Kristoff, Ian Reid. Und das wären so die drei, die mich, ach nee, noch Christelle Dabo hat mich dieses Jahr auch überrascht. Ich habe ja nicht so viele Highlights in diesem Jahr gehabt bisher. Deswegen habe ich mir vorsichtshalber auch noch aus den letzten Jahren noch Autoren aufgeschrieben. Zum Beispiel war das die Sigurda Dottir, von der möchte ich auch unbedingt noch etwas lesen. Der Thomas Finn, Kerstin Gier möchte ich auch gerne noch ein bisschen was lesen. Also, aber ich werde natürlich erstmal so aus diesem Jahr gucken. Oh, jetzt wird mein Arm langsam lahm. Ich muss einmal wechseln. Nee, das ist auch blöd. So, ja. Ich filme halt jetzt gerade wieder mit dem Handy, deswegen ist das ein bisschen anstrengend. Wie viel ich euch jetzt währenddessen vloggen werde, weiß ich nicht bei dem Shoppen, weil ich mir dafür auch gerne Zeit nehmen möchte und ein bisschen selber stöbern möchte, ohne irgendwie Stress zu haben, filmen zu müssen. Und ja, deswegen, ich werde jetzt gleich mit meiner Mutter und meinem Bruder los in eine große Buchhandlung, in der ich noch nicht war hier in Hamburg. Und deswegen fände ich das super interessant, da ein bisschen stöbern zu gehen. Ja, wo man vielleicht nicht schon immer war. Das macht das Ganze noch interessanter. Und dann werde ich einfach mal gucken, wie das so läuft. Und ich werde euch natürlich dann auch updaten. Ja, auch spätestens nachher, wenn ich die Bücher alle gekauft habe, wie das alles gelaufen ist und für was ich mich entschieden habe und warum ich mich dafür entschieden habe. Wenn ihr euch natürlich interessiert, was ich Sarah für Aufgaben gestellt habe und wie sie damit klargekommen ist, dann schaut natürlich auch auf ihren Kanal vorbei. Das verlinke ich natürlich alles. Das Video werden wir gleichzeitig hochladen und dann könnt ihr beide Videos hintereinander schauen. So, das war es jetzt erstmal für die Einleitung. War ja auch schon lang wieder genug. Ich schwitze hier schon wieder, deswegen muss ich jetzt langsam mal hier aus der heißen Wohnung raus. Hoffe, dass es draußen etwas angenehmer ist und die Buchhandlung etwas klimatisiert ist. Und los geht's. Thank you.
geschafft. Meine Bücher-Shopping-Tour ist vorbei. Das war wirklich toll. Ich bin ja in eine Buchhandlung gefahren, die ich noch nicht kannte. Sie war ein bisschen weiter weg. Das heißt, man war jetzt auch ein bisschen länger unterwegs. Aber dadurch hatte ich in der großen Buchhandlung wirklich viel Auswahl, was mich fast schon ein bisschen überfordert hat. Was heißt ein bisschen? Ich war wirklich überfordert. Vor allem, weil ich ja auch am liebsten alle Aufgaben bestehen wollte. Mir war aber schon vorher klar, ich werde wahrscheinlich keine 5 Bücher kaufen. Das wäre mir dann auf Anhieb dann auch ein bisschen teuer zusammen. Ja, aber zwischenzeitlich hätte ich fast gesagt, boah, ist mir egal, ich kann mich nicht entscheiden, ich kaufe jetzt einfach die 4, 5 Bücher. Aber ich konnte mich zusammenreißen und habe mich jetzt auf 2 fokussiert und konnte sogar, sagen wir einfach mal, 2,5 Aufgaben sogar erfüllen. Ich habe euch ja erzählt, beziehungsweise bei Sarah habt ihr ja gehört, welche Aufgaben sie mir gestellt hat. Und eine davon war ja der Telefonjoker, dass man einen Booktuber fragen sollte nach seinem letzten Neuzugang. Ich habe ja die Kali gefragt und habe sie einfach mal nach den 3 letzten Neuzugängen gefragt. Und sie hatte mir dann geantwortet. Da war zum Beispiel ein Krimi von Harlan Coben dabei. Da war von Lucinda Riley ein Buch dabei und auch der 2. Band der Spiegelreisenden-Trilogie oder Reihe. Da ich diesen Band, die Spiegelreisenden, sowieso kaufen wollte, dachte ich, wäre vielleicht jetzt sogar ein bisschen langweilig gewesen. Deswegen hätte ich mich dann eher auf die anderen fokussiert. Die sind es dann aber letztendlich nicht geworden. Ich wollte ja auch auf jeden Fall selber ein bisschen stöbern und dafür waren die Aufgaben Sommerurlaub natürlich perfekt und was ich halt auch mal wollte, so ein bisschen in andere Genres mal ein bisschen reinzuschnuppern, aus meiner Komfortzone hinaus. Und deswegen wäre so eine leichte Sommerlektüre auf jeden Fall auch etwas gewesen. Und da war ich aber tatsächlich überfordert. Die hatten da tatsächlich einen tollen Sommertisch, sehr schön dekoriert und alles. Ja, es hörte sich teilweise auch sehr schön an, aber ich bin da ja sehr vorsichtig, weil ich nicht so gerne kitschige Liebesgeschichten lesen mag. Und da kommen ja meistens Liebesgeschichten drin vor. Deswegen, ja, war ich mir nicht so sicher. Und dann habe ich sogar eins gefunden, was mir wirklich gut gefallen hat vom Klappentext. Und dann war das aber nicht in einem fremden Land, sondern in Deutschland. Sarah hätte mir sicherlich nicht den Kopf abgerissen, wenn ich das jetzt genommen hätte. Aber ich wollte die Aufgabe nur mal erfüllen. Und bis dato hatte ich auch noch keine Buchhändlerin gefragt für die andere Aufgabe, mich einschätzen zu lassen. Und deswegen habe ich überlegt, na gut, dann versuche ich diese Aufgaben jetzt zusammenzulegen. Ich habe dann eine Buchhändlerin gefragt, ob sie mir nicht in diesem Bereich etwas empfehlen kann. Ich bin da völlig ahnungslos und lese eigentlich in anderen Genres und habe sie ihr einfach sozusagen die Aufgabe gegeben, mir etwas aus diesem Genre, also ich habe ihr einfach diese Aufgabe genannt, Sommerurlaub, Sommerlektüre, ein Buch, was mich in ein anderes Land, eine andere Kultur entführt, hab ihr das als Info gegeben und ihr dann gesagt, sie soll was raussuchen, wo sie denkt, dass es mir gefallen könnte. Also ist es im Grunde schon die Aufgabe gewesen, nur innerhalb ja, dieser Aufgabe. Und da hat sie mir mehreres empfohlen und ich habe mich dann auch hingesetzt und habe mir die angeschaut und letztendlich ist davon tatsächlich auch ein Buch geworden, was ich schon vorher sogar in der Hand hatte, aber dass sie das tatsächlich mir empfohlen hat, hat für mich irgendwie auch nochmal ja, so einen kleinen Wink mit einem Zaunpfahl gegeben, dass das vielleicht das Richtige sein könnte. Und zwar ist das Lady Africa oder Africa von Paula McLean. Beruht wohl auch auf eine Persönlichkeit, die es tatsächlich gegeben hat. Und auf dem Klappentext heißt es, die Frau, die den Himmel bezwang. Und zwar geht es um ein Mädchen, was in Afrika aufwächst. Und zwar ist sie die Tochter eines Lords im afrikanischen Busch. Und sie interessiert sich alles andere als für ja, mädchengedachte Interessen oder Themen. Sowas wie Seidenkleider und Etikette geht ihr ziemlich am vorbei. Sie möchte lieber mutig und stark sein wie ihr Vater und sie hat alles von ihm über Pferde gelernt. Und sie ist einfach ein ungezähmtes Mädchen, aber für diese Mädchen ist in der Kultur später im britischen Protektorat, wie es hier so steht, im späteren Kenia halt kein Platz mehr, bis sie dann in Karen Blixen eine Seelenverwandte findet
und in deren Geliebten, den Flieger und Großwildjäger Dennis Finch-Hatton, das Abenteuer ihres Lebens. Ein großes Afrika-Epos, die wahre Geschichte der Flugpionierin Beryl Markham, die als erste Frau den Atlantik überquerte. Ja, das ist natürlich nicht so das Typische, was man jetzt unter Sommerurlaub, leichte Lektüre sich denken würde. Aber ich finde, dass es trotzdem zu dem, was Sarah in ihrer Aufgabe gesagt hat, passt. Es hat auf jeden Fall was von Sommerurlaub, weil Afrika ist schon ein sehr, sehr heißes Land und deswegen denkt man schon sehr an Sommer bei Afrika. Also es ist ein sehr, sehr sonniges, warmes Land und es entführt auf jeden Fall in ein fremdes Land und auch in eine fremde Kultur. Und soll auch ein sehr, sehr schöner Schmöker sein. Also man liest ihn wohl auch sehr, sehr schön weg. Und das Cover hat mich auch sehr angesprochen, ist irgendwie auch so leicht gelblich. Und obwohl ich nicht so gerne Menschen auf den Cover mag, finde ich diese Frau unglaublich attraktiv und irgendwie ganz cool drapiert. Ja, und gleichzeitig hat es auch etwas von Abenteuer und ja, von starken Frauen und auch ja, dieses über Pferde, das hat mich natürlich auch gecatcht. Ja, und irgendwie war das so speziell und ich dachte, das ist auch eine schöne Sache, dass die Buchhändlerin mir das empfohlen hat. Und ja, deswegen dachte ich, vereine ich hier einfach diese beiden Aufgaben und hoffe, das ist okay, dass ich das hier so ein bisschen interpretiert habe. So, dann gab es ja noch die Aufgabe der Zauber eines Anfangs. Das hat sich herausgestellt, dass es wirklich schwer für mich war, weil erstens kenne ich viele Bücher, jedenfalls kenne ich viele Cover und weiß, was sich ungefähr dahinter verbirgt. Und ich wollte nur mal jetzt dafür Bücher wählen, wo ich jetzt nicht den Klappentext durchlese und nur den Anfang, nur anhand der ersten Sätze tatsächlich mir ein Bild darüber bilde und mich tatsächlich zum Kauf entscheide. Da wollte ich mich wirklich auf unbekannte Bücher stürzen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das tatsächlich sehr risikoreich finde und tatsächlich nur nach dem Cover und nur nach den ersten Sätzen zu gehen, ja, fand ich sehr, sehr schwierig und deswegen habe ich diese Aufgabe, obwohl ich die unglaublich spannend finde, erstmal beiseite gestellt und habe mich dann der nächsten Aufgabe gewidmet, und zwar Fortsetzung. Ein Autor, den ich dieses Jahr oder eine Autorin, die ich jetzt dieses Jahr entdeckt habe und von der oder von dem ich mehr lesen möchte. Da hatte ich euch ja Ian Reid genannt, da habe ich euch, wen habe ich noch? Sigurd Dodotia habe ich euch genannt, Jay Kristoff habe ich euch genannt. Und bei Jay Kristoff hatte ich gedacht, mir entweder den zweiten Band von Nevernight zu kaufen. Den hatten sie leider nicht da, sie hatten nur den ersten da. Dann habe ich mir überlegt, von Jay Kristoff habe ich auf jeden Fall Lust, auch diese Science-Fiction-Jugendbuchreihe zu lesen. Wie heißt sie? Obsidio heißt ein Teil. Mir fällt leider nicht. Mir fällt es nicht ein. Mir liegt es auf der Zunge, dieses rot-gelbe Cover. Naja, es ist halt ein Science-Fiction-Buch, was in Akten geschrieben ist. Und normalerweise bin ich nicht der große Science-Fiction-Fan, aber diese Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, Illumine, genau, Illumine heißt das Buch. Ja, davon wurde ja auch sehr, sehr viel geschwärmt und das hätte ich jetzt gerne gehabt, aber das war auch nicht da. Dann habe ich bei Sigurd Dottir geschaut, die hat tatsächlich mehrere dort gehabt, aber leider nur ihre Krimi-Fälle. Und ich mag es lieber, wenn die abgeschlossen sind und wollte eigentlich lieber von ihren Island-Thriller mehr lesen und nicht von ihren Island-Krimis. Dann bin ich schweren Herzens auch davon abgerückt, obwohl ich kurz mir den ersten Band angeschaut habe und der klang eigentlich ziemlich gut. Und ich hätte wahrscheinlich das genommen, wenn ich nicht noch von Ian Reid sein zweites Buch gesehen hätte. Und das habe ich mir dann auch mitgenommen. Das ist das zweite Buch, was ich mir gegönnt habe. Und zwar ist das Enemy. Enemy von Ian Reid. Ich habe ja The Ending dieses Jahr gelesen und ich muss sagen, das ist mein Highlight bisher in diesem Halbjahr bisher gewesen, in diesem Jahr. Und deswegen würde ich gerne auch sein zweites Buch lesen. Bisher hat er, glaube ich, auch nur die beiden veröffentlicht. Ich weiß, dass andere auch da schon von gesprochen haben und dass auch das wieder ein sehr, sehr einzigartiges Buch ist, sehr verwirrend, sehr gut konstruiert mit einem überraschenden Ende,
wo es ja auch bei The Ending drum ging. Und das hat mich eben so sehr überrascht und so sehr überzeugt von diesem Autor, weil es einfach mal was anderes war, weil es intelligent war, weil es spannend war und weil es mich überraschen konnte. Und ja, ich bin gespannt, ob auch dieses Buch mich überraschen kann. Und ich lese euch auch hier mal vor, was hier drauf steht, ist allerdings nicht viel. Wir bekommen keinen Besuch, nie, nicht hier draußen. Als Junior ein Farmer irgendwo im kanadischen Nirgendwo das Auto mit den seltsamen grünen Scheinwerfer auf sein Haus zukommen sieht, weiß er instinktiv, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Er beschließt zu kämpfen und kann nicht ahnen, worauf er sich einlässt. Ja, es geht wohl irgendwie um einen Farmer, der bei so einem Forschungsprogramm mitmacht und ganz weit außerhalb leben soll. Und seine persönliche Entwicklung soll vorangetrieben werden und sein langweiliges Leben revolutioniert. Ich kann mir darunter noch null vorstellen, aber ich glaube, gerade da setzt der Reiz an. Ich glaube, es hätte mich jetzt, wenn ich jetzt sein voriges Buch nicht gekannt hätte, hätte ich es wahrscheinlich so nicht gekauft, auch wenn es schon interessant klingt. Aber dadurch, dass ich gar nicht weiß, in welche Richtung es geht, aber ich hoffe einfach, dass es vom Schreibstil und einfach von dieser Brillanz der Idee und der Überraschung einfach so ähnlich ist wie bei The Ending. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Ja, ganze lange Zeit hatte ich, wie gesagt, die Spiegelreisenden noch in der Hand, aber ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht langweilig, weil ich mir das eh gekauft hätte. Und hier soll es ja auch nur mal darum gehen, mal anders, abseits der Pfade zu gehen. Ich habe allerdings noch ein Buch entdeckt, was sofort auf meine Wunschliste gelandet ist. Es passte aber nicht hundertprozentig zu einer Aufgabe. Und zwar war das das geheime Turmzimmer. Ich weiß leider jetzt gerade nicht die Autorin. Ich blende es euch jetzt hier einfach mal ein. Ja, das scheint so in Richtung Familiengeheimnis zu gehen, sieht ja auch so im Cover danach aus, aber es scheint auch noch so ein bisschen in die Spannungs- und Mystik-Richtung zu gehen. Scheint es irgendwie noch in diesem Schlösschen zu spuken und es geht auch noch sogar um eine Buchliebhaberin, die eine Bibliothek ja, besichtigen und aufpeppen soll, irgendwie in diesem Schlösschen. Und da waren so viele Details drin, die ich unbedingt, ja, die mich total angesprochen haben, aber es hat halt nicht gepasst. So mit Biegen und Brechen hätte ich es vielleicht noch irgendwie in diese Sommerurlaub-Schiene bekommen, aber da stand jetzt nichts von Sommer und auch, also es war Irland, auch wieder was mich sehr anspricht, aber das Cover sieht auch frühlingshaft sommerlich aus, aber ich wüsste jetzt nicht, ja, ob das da jetzt so gut reingepasst hätte. Und ich hatte ja nun mal schon das andere. Ich hätte auch fast das eine liegen gelassen, dafür das andere genommen. Ach, es war sehr, sehr schwer, sich zu entscheiden, sage ich euch. Jedenfalls ist das auf meine Wunschliste gelandet und das werde ich mir auf jeden Fall demnächst holen. Also das hat auf jeden Fall sehr, sehr hohe Priorität auf meiner Wunschliste. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Das war so eine kleine Errungenschaft beim Stöbern, was ich jetzt nicht unbedingt gefunden hätte, wenn ich diese Schnitzeljagd nicht gemacht hätte, weil ich dann eher in anderen Bereichen geschaut hätte. Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Projekt. Da werde ich auf jeden Fall noch mal gerne mitmachen. Ich glaube, die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff hatte mich auch gefragt, ob wir eine Schnitzeljagd zusammen machen werden. Also es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieses Projekt gemacht habe. Jetzt bin ich natürlich unglaublich gespannt, wie Sarah ihre Aufgaben umgesetzt hat. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob euch dieses Projekt interessiert hat, ob es euch gefallen hat und ob ihr das gerne nochmal sehen würdet, ob ihr bei sowas auch gerne mal mitmachen würdet. Ich meine, sowas kann man natürlich auch ohne Video machen, einfach sich so mit Freunden so verabreden und dann losgehen. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Und man entdeckt so einfach, glaube ich, viele neue Bücherschätze. Schaut auf jeden Fall auch bei der lieben Sarah vorbei, damit ihr auch seht, wie sie das alles umgesetzt hat. Das war es aber von mir. Jetzt habe ich ein sehr, sehr langes Outro gedreht. Und ich bin gespannt, wie lang das Video jetzt insgesamt geworden ist. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.